Ja, Winterzeit, besinnliche Zeit. Ja. Ja, kuschelt man gerne mal rein und macht sich einen gemütlichen Abend, so richtig warm und kuschelig. Und am Morgen gibt es dann vertraute Geräusche. Nicht wie im Sommer das Vogelgezwitscher, sondern und Sie kennen das vielleicht. Und es ist schön, wenn es beim Nachbarn ist, bei dem das Auto nicht anspringt. Wenn es das eigene ist, ist es dann doch ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben jetzt in dieser Sendung ein paar Mittelchen, die Ihnen den Winter mit Ihrem Auto einfach erleichtern, Kai. Und das Erste ist ja wirklich das Einfachste, was man machen kann, um mal zu schauen, ja, hält meine Batterie über den Winter? Wie geht's meiner Batterie denn überhaupt? Der Wagen stand 2 Wochen, es war eisekalt draußen, da sagt die Batterie normalerweise, ich habe keine Lust. Und damit Sie mal nachkontrollieren können, wie es Ihrer Batterie denn geht, haben wir einen ganz kleinen praktischen Batterietester. Die Handhabung ist eigentlich so simpel wie genial, ne? Ja, und zwar für jeden, egal wie technisch begabt oder unbegabt er ist, einfach zu handeln. Schauen Sie mal, einfach die 12-Volt-Steckdose im Auto nutzen, ja, den Tester rein und schon sehe ich, ja, wie das Leben, das Innenleben in meiner Batterie aussieht, wie viel Prozent der Ladezustand ist und dementsprechend kann ich dann schließen, ja, ob meine Batterie Hilfe braucht oder vielleicht mal eine neue nötig ist oder ob ich sagen kann, okay, alles in Ordnung. Ja. Und das eben auch für ganz kleines Geld, 9,41 Euro und gleichzeitig können Sie diesen wunderschönen Batterietester aber auch im Auto lassen, denn wir haben auf der Rückseite auch nochmal 3 kleine LEDs drin. Das können Sie alles über diesen VIP-Schalter hier hin und her schalten. Also entweder Batterietester oder Kartenleselampe. Denn, das fällt mir in so vielen Autos auf, obenrum gibt es Licht. Aber im Fußraum siehst du nichts mehr. Überhaupt nichts. Nö. Also kann ich hier wunderschön unseren Batterietester, den kann ich nämlich noch schön knicken, dann auch perfekt als Leselampe, Kartenlesegerät suchen oder sollte Ihnen tatsächlich vorne im Fußraum mal was runterfallen, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Schön finde ich das übrigens auch auf der Rückbank, wenn man abends mit kleinen Kindern unterwegs ist, als ein bisschen so Einschlaflämpchen, wenn es dann doch noch ein bisschen länger dauert. 9,41 Euro. Sie wissen immer, will die Batterie noch oder sollte ich tatsächlich Fremdhilfe in Anspruch nehmen, also ein Starterkabel? Denn wenn Sie eine Batterie wirklich tief entladen, kann das auch sein, dass die überhaupt nicht mehr aus dem Quark kommt. Und dann ist die Investition in eine neue Batterie, ich denke mal, weit teurer als 9,41 Euro. Oder? Mit Sicherheit. Ich kann damit ja nicht nur mein Auto, sondern wirklich die Batterien in den Autos der ganzen Familie testen. Und dann kann ich mal sagen, okay, deine Batterie steht auf der Kippe, pass mal auf oder mach mal was, testen wir sie richtig durch. Oder kann sagen, gut, den Winter kann mir nichts passieren, da ist volle Pulle da. NC5597 und die 569, das ist die Bestellnummer und 9,41 Euro der Preis. So, und wenn es dann mal soweit ist und die Batterie leer ist, dann, ja, viele rufen den ADAC, andere gehen zum Nachbarn, hast du ein Überbrückungskabel? Da muss man aber bei den gelben Engeln auch Jahresbeitrag zahlen und dabei sein, ne? Das kommt noch dazu. So, und wenn man dann jemanden findet, der ein Überbrückungskabel hat, dann fängt die Sauerei an. Motorhauben auf, Batterie freilegen, Kabel verlegen und dann überbrücken. Das geht der Matsche. Ja, das geht jetzt viel, viel einfacher. Und was hast du gesagt? So einfach wie genial. Weil schauen Sie sich mal dieses Kabel an. Das geht von einem Zigarettenanzünder zum anderen. Von der schlechten Batterie zur guten Batterie. Dann stecke ich das ein, warte ein paar Minuten, mache die Zündung an und dann kann ich starten. Und zwar ohne dieses lästige Motorhauben aufmachen. Und teilweise sind die Batterien ja heutzutage noch mit Plastikverschalungen verschraubt. Da muss ich die erst abmachen. Ich sehe danach aus wie eine Sau. Ja, weil im Winter ist es halt dreckiger. Auch die Motorhaube, die brauche ich nur anfassen im Winter. Wenn das Auto nicht frisch gewaschen ist, habe ich sofort schwarze Hände. Und das ist das, was sowas von einfach ist. Und auch das Kabel ist ganz einfach im Handschuhfach unterzubringen. Ja. Stört nicht. Und 4 Meter Kabel reichen da locker. Schauen Sie mal, da parkt man nebeneinander, Türe auf, bumm. Weißt du, was da jetzt noch dazu kommt, was ich so praktisch finde? Normalerweise ist es immer so, du hast ein Starthilfekabel, das ist 1,50 Meter lang vielleicht, allerhöchstens mal 2 Meter. Dann hat das eine Auto die Batterie im Kofferraum, das andere Auto hat die Batterie im Motorraum. Jetzt ist dummerweise das Auto mit der Batterie im Motorraum in der Parklücke drin. Sie kommen nirgendwo anders mit dem Auto hin, ja. Wie mache ich das denn mit 2 Meter Überbrückungskabeln? Mit 4 Metern ist das überhaupt kein Problem. Und was natürlich auch so ein Thema ist,
Die Entriegelung von Motorhauben, die sind ja heute auch eine Wissenschaft für sich. Brauche ich alles nicht mehr. Ich muss keine Mechanik mehr anfassen. Ich habe keine dreckigen Pfoten. Ich mache das einfach von der 12-Volt-Steckdose zur 12-Volt-Steckdose. Hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn ich falsch rumpole? Ja. Also wenn ich Minus auf Plus mache und umgekehrt. Und dann ist unter Umständen die Autoelektrik hinüber. Das kann hier auch nicht passieren, weil da kann ich nichts falsch anschließen. Plus ist auf Plus, Minus auf Minus, reinstecken, andere Seite reinstecken und fertig überbrücken und loslegen. Ja, und das Ganze auch wieder für ganz, ganz kleines Geld. Wenn ich mir nur überlege, was diese Überbrückungskabel kosten, da zahlen sie auch 20, 30 Euro. Da brauchst du einen passenden Querschnitt und so weiter. Richtig, und so fort, genau. Ne? NX3004 und die 569, das ist ja die Bestellnummer für unser Starter-Set. 9,41 Euro der Preis. Wir haben so praktisches Zubehör für kleines Geld im Programm. Das ist zum Beispiel ein Zigarettenanzünder, den habe ich vorher in keinem Autofachmarkt der Welt gesehen. Immer die klassischen Überbrückungskabel mit den Klammern vorne. Mhm. Aber sowas Pfiffiges, sowas Einfaches, das gibt es halt bei Pearl TV. Und wenn es dann auch noch unter 10 Euro kostet, ist das natürlich ein Knüller. So, Produkt Nummer 3 dieser Sendung wird jetzt auch ganz interessant. Denn wenn Sie tatsächlich niemanden haben, der Ihnen Starthilfe leistet, Sie vielleicht aber unser 12-Volt-Starthilfekabel im Auto haben und es kommt einfach kein anderer. Ja? Was mache ich denn dann? Was mache ich dann? Ja, dann ist schön, wenn ich mir selber helfen kann. Und das können Sie jetzt. Ist unsere Powerstation hier. Das heißt, dieses Gerät lade ich auf und das hat dann genügend Power, um Ihr Auto zu starten. Ich gehe damit dann stromunabhängig ins Auto und stecke auch wieder hier diesen Kontakt in die 12-Volt-Steckdose oder Zigarettenanzünder und schalte ein und dann übertrage ich die Kraft, die ich brauche. Also im Prinzip die Fremdbatterie. Ist das dann schon genau. Einem anderen Auto? Das ist meine Starthilfe. Genau, übertrage und kann mein Auto starten. Gerade jetzt, wenn man auf einem Bauernhof wohnt oder so oder irgendwo außerhalb, wo wirklich keine Sau vorbeikommt, Dann ist das wohl die perfekte Lösung. Jetzt überlegen Sie mal, so eine Powerbank kostet 54,06 €. Das ist günstiger als ein Jahresbeitrag bei den Goldenen Engeln. Mhm. Ne? Oder bei den Gelben Engeln, ja, ich glaube schon. Und vor allem haben Sie auch noch die Möglichkeit, sollte mal mit Ihrem Smartphone der Akku zu Ende gehen, können Sie sogar noch an einer USB-Steckerbuchse tatsächlich auch noch Peripheriegeräte aufladen. Eine 12-Volt-Dose ist auch noch mit drin. Das heißt, also sollte ich mal irgendwo übergangsweise eine Kühltasche kalt halten wollen, Dann kann ich mit dieser Powerbank auch noch arbeiten. Also für alle die sehr viel Outdoor zu tun haben. Ich denke da so an Förster, Leute, die gerade speziell im Forstbetrieb zu tun haben, Wo das Auto den ganzen Tag irgendwo jetzt im Winter in der Kälte steht, wo es wirklich mal passieren kann, ist das ein Helfer in jeder Not. Denn es ist alles drin, was ich brauche. 12-Volt-Anschluss, USB-Anschluss. Richtig. Und ich habe noch genügend Saft dabei, sollte meine Autobatterie mal schlapp machen. Also ein wirklicher Helfer in allen Fällen. Wer viel irgendwo außerhalb von Großstädten unterwegs ist, also in Großstädten kriegt man ja fast immer irgendwie Hilfe, aber außerhalb, in ländlichen Gegenden. Und wem es schon einmal passiert ist, dass er irgendwo in der Pampa, sage ich jetzt mal, stehen geblieben ist, weil er keinen Saft mehr hatte, dem würde ich dieses Gerät unbedingt nahelegen. 54,06 €, eine Einmalinvestition, das habe ich dann, ja, den Rest mit viele, viele Jahre im Auto. Und aufladen ist auch ganz einfach hier mit diesem Netzstecker. Einfach, wenn es dann wieder, wenn mal leer sein sollte, und die 230-Volt-Steckdose dran und fertig. NC5598 und die 569, das ist die Bestellnummer und der Preis 54,06 € für mein eigenes kleines Kraftwerk. Passt perfekt in den Kofferraum und das brauchen Sie ab und zu einfach mal. Sie können ja kontrollieren, wie viel Saft ist denn drin, einfach hinten auf den Knopf drücken und dann laden Sie es zu Hause einfach wieder auf. Ich finde das wirklich eine tolle Lösung, dass sowas für so kleines Geld zu bekommen ist. Das gibt es auch nicht überall, denn sowas gibt es im Kfz-Fachhandel auch und da zahle ich weit über 100 € und da staune ich jedes Mal wieder, wow, was wir für Preise haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Produkt und das sollte in keinem Auto fehlen, nämlich eine Taschenlampe. Taschenlampen begeistern mich deswegen heute, weil es die endlich mit Akku und in LED-Technik gibt. Das heißt, die halten mit einer Ladung ewig lang. Wenn jetzt aber die Taschenlampe im Auto mal leer ist, dann bräuchten Sie eigentlich eine Steckdose.
Wir haben jetzt eine ganz spezielle Autotaschenlampe für Sie und die ist auch mal wieder richtig pfiffig. Da juckt mich das überhaupt nicht, ob ich eine Steckdose habe oder nicht, denn das Einzige, was ich nutze, ist während der Fahrt meine 12-Volt-Steckdose. Also Sie müssen lachen, ich habe seit Jahren im Auto im Handschuhfach eine Taschenlampe drin. Ja, geht mir genauso, ja. Und neulich hätte ich sie mal gebraucht, habe gedacht, oh, ich habe doch eine, gucken wir mal. Und war leer. War die Batterie leer. Das war noch eine mit Batterien. Dann habe ich gedacht, nee, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und da kannte ich diese Taschenlampe noch nicht. Die wird ab sofort in meinem Auto liegen, weil die ist sehr, sehr leuchtstark, bis zu 100 Lumen. Und eben, ich lade das Akku auf an meiner 12-Volt-Steckdose im Auto. Also einfach zwischendrin mal wieder einstecken, dann ist es wieder voll. Und ich habe immer dann, wenn ich eine Taschenlampe brauche, habe ich den Blick und zwar 100%ig zuverlässig. Das Tolle ist, die ist komplett aus Aluminium vom Gehäuse gemacht und Sie brauchen nur hinten den Griff abzuschrauben und schon habe ich den 12-Volt-Anschluss in der Taschenlampe integriert. Das ist eine Autotaschenlampe. Langen Sie zu, besorgen Sie sich sowas. So pfiffig. Kein Überlegen, ist der Akku noch voll, sind die Batterien frisch, dann auch noch mit LED-Technik, ganz tolle Sache, hält nämlich über 20.000 Stunden, also weit mehr als ein Autoleben. Und sowas haben Sie dann ganz einfach im Handschuhfach. Und wenn die mal leer gehen sollte, wenn Sie irgendwo auf einer längeren Strecke sind, dann stecken Sie sie einfach kurz ein und laden Sie sie eine Stunde, dann ist die wieder voll. Das sind so praktische Produkte, wo ich mir denke, das habe ich vorher noch nie gesehen, noch nie. Ja? Und dann kostet sowas bei uns gerade mal 8,46 Euro. Unglaublich. Also nie wieder Batterien kaufen, weil ich lade an der 12-Volt-Steckdose auf. Und eine tolle, tolle Leuchtkraft. Also die so Leuchtkräfte wie mit den LED-Taschenlampen wären früher gar nicht möglich. Überhaupt nicht. Diese Birnchen, diese Funzeln da. Und da hast du immer so breite Objektive vorne so Lampen drin gehabt, wo dann so ewig breit waren, aber sind nicht an die Helligkeit gekommen. LED-Technik ist was ganz, ganz Tolles und das aber wird sich in Zukunft auch immer mehr durchsetzen. Dessen bin ich mir sicher. Und bei der Taschenlampe sowieso. Wir hatten einen Onkel, leider lebt er nicht mehr, schon länger. Der hat uns zu Weihnachten in den 70er, 80er Jahren immer so Pakete zusammengeschnürt, wo so ganz interessante Dinge drin waren, die man sonst nirgendwo gefunden hat. Leider kann ich ihn heute nicht mehr fragen, ob er damals schon bei Pearl gekauft hat. Das wäre nämlich so eine Taschenlampe gewesen, die wäre in diesem Paket sicherlich mal irgendwann mitgekommen. Denn das sind so Geschenke zu Weihnachten, die macht man und die machen wirklich Sinn. Ja? Und wenn ich sowas schenke, da denkt man immer wieder an mich. Ja, ist einfach immer eine Kleinigkeit und ich hab's im Auto oder der Beschenkte hat's im Auto und wird dann immer an mich denken, wenn er's gerade mal braucht. Ja, jetzt kommen wir zu einem Produkt, bei dem würde ich sagen, ich wünsche jedem, dass er es im Auto hat, aber dass er es nie verwenden muss. Wir haben hier nämlich einen 3-in-1 Notfallhammer. Ja, und das, was Kai jetzt macht, der zieht den Hammer auf. Der zieht den Hammer auf, genau. Nein, das hören Sie, das ist Dynamo-Technik. Das heißt, ich erzeuge selbst die Spannung, die ich brauche für die Taschenlampe, die integriert ist. Das sehen Sie auch, sehr, sehr hell. Alles gemünzt für den Notfall, wenn wirklich mal was passiert. Weil Auto überschlägt sich und Sie sitzen irgendwie drin, die Türen gehen nicht mehr auf. Was ist, ich hänge erstens natürlich im Gurt fest. Ja. Zweitens, die Türen gehen nicht mehr auf, ich muss irgendwie aus dem Auto kommen und ich sehe nichts. So, und genau für diese Situation, für den Notfall ist dieser Hammer gemacht. Gucken Sie sich das mal an. Da ist jetzt alles drin, was ich benötige. Gurtschneider oder vielleicht auch mal ein Kabel, was durchtrennt werden muss, je nachdem bei einem Unfall. Dann natürlich diese pfiffige Lampe oben drin und am Schluss kriegen Sie die Scheiben auch noch alle, ohne dass Sie sich verletzen, natürlich sofort klein. Es gibt normalerweise immer die Hammer, die Fensterhammer. Mhm. Gerade zum Beispiel in größeren Lastwagen ist das natürlich auch Pflicht. Wenn Sie so eine Sicherheit an Bord haben wollen, dann haben Sie jetzt hier diese 3-in-1-Lösung. Finde ich wesentlich pfiffiger und mit diesem Dorn hier vorne kriegen Sie wirklich jedes Glas klein. 3,71 €. Auch nicht lange fragen, zugreifen, mit ins Auto. Das ist ein Helfer, den können Sie immer gebrauchen. Und sollte tatsächlich nur mal im Sommer irgendwo eine Leine oder was durchgeschnitten werden. Sie wissen immer, Sie hätten am Schluss eigentlich auch noch so einen kleinen Cutter mit an Bord und so eine Taschenlampe mit Dynamo. Muss ich natürlich auch nicht aufladen, sondern einfach nur mal kurz. Ja, wenn kurbeln. Schwäche wird, einmal einfach kurbeln, wie beim Fahrrad, beim Dynamo genauso. Und das Ganze natürlich auch noch mit LED-Technik, also sehr, sehr hell und sehr, sehr sparsam. Das heißt, die brennt dann auch wirklich eine ganze Weile. 3,71 €. Haben wir Sie überzeugt? Ja, ne? Sie nicken, ich sehe es. Also, bestellen Sie es, denn das ist ein
Notfallhelfer. Es kann immer mal passieren, ob das jetzt ein normales Auto ist, ein Van, ein Bus, sind große Scheiben mit drin. Und dieses Sikkursivglas, das ist heute nicht einfach mal so rauszudrücken, das hält schon bombenfest. Da ist nämlich eine Kunststofffolie dazwischen. Und das Glas fängt dann an, so ganz kleine Teilchen zu brechen. Ich muss natürlich die Folie auch mal durch. Seitenscheiben heute nicht so der Fall, aber gerade bei Frontscheiben, wenn ich da mal raus will, ist so ein Hammer Gold wert. 3,71 €. Die NC6868 kann man sich auch gut merken. Ne? Mhm. Und die 569 für unseren Lebensretter für ganz kleines Geld. Schön. Ja, und ja, ich hoffe wirklich, dass Sie es nie brauchen werden. Aber wenn Sie es brauchen, dann werden Sie froh sein, wenn Sie diesen kleinen Notfallhammer im Auto haben. So, und jetzt kommen wir aber zu einem Produkt, das wird man ganz, ganz oft brauchen. Ganz einfach durch die Vielfältigkeit. Wir haben hier nämlich eine kleine Parkscheibe. Mit der Parkscheibe, ja, kommt auch immer öfter, dass ich auch bei Einkaufszentren einfach noch 1 oder 2 Stunden parken darf. Und da wird auch kontrolliert. Hallo. Und dann sollte ich diese Parkscheibe im Auto haben. Aber die kann ja noch mehr. Also das ist für mich so eine Parkscheibe. Ich habe jahrelang eine Pappparkscheibe im Auto gehabt. Mhm. Bei trockenem Wetter konnte man die nicht einstellen, weil sich innen drin alles verklebt hat. Bei nassem Wetter sah die aus wie so ein Halbrundbogen. Also war nicht wirklich was Tolles. Ich habe ewig gesucht, anstatt ich doof mal bei uns im Programm zu gucken. Denn diese Pearl Parkscheibe, die hat es ganz gewaltig in sich. Eiskratzer, Profiltiefenmesser und zum Einkaufen nutze ich diesen kleinen Kringel, der da drin ist, auch ständig. Ja, dazu drehe ich jetzt die Parkscheibe einfach mal um, dass Sie mal reinschauen können. Oder nach hinten, schauen Sie mal, was hier ist. Wenn ich hier schaue, die einfache Parkscheibe, gucken Sie mal da. Einfach so runter, kann ich ihn rausnehmen. Nicht Parkscheibe, natürlich zum Einkaufswagen. Heutzutage in allen Einkaufszentren. Und hier, wenn ich mir mal nicht sicher bin, ja, wie viel Profil habe ich noch, ist es nötig, habe ich hier ein Profiltiefenmesser. Sie sehen es hier, da kann ich alles schön einstellen, weiß dann genau, was nötig ist. Also, erstens mal eine Parkscheibe. Ein Eiskratzer. Funktioniert wunderbar. Dann haben wir hier den Chip für den Einkaufswagen und die Profiltiefe kann ich auch noch messen. Das kann ich ja auch wieder bei allen Autos in der Familie machen, damit ich mal weiß, wo denn die nächsten Reifen fällig sind. Das Ganze gibt es auch wieder für ganz, ganz kleines Geld. 2,47 € mit der Bestellnummer NX3037 und der 569. Das ist ein ganz treuer Begleiter bei mir im Auto geworden. Und noch ganz wichtig, ab 1,6 mm Profiltiefe müssen Sie die Reifen wechseln. Und gerade bei Winterreifen, weil die eine etwas weichere Gummimischung haben, sollten Sie spätestens alle 2, 2,5, spätestens 3 Jahre den Reifen wechseln, weil der härtet aus. Und wenn ein Winterreifen nicht weich genug ist vom Gummi, dann fliegen Sie genauso ab wie mit einem Sommerreifen. So, und jetzt zum Schluss kommen wir noch zu dem Hauptthema tagtäglich. Sie stehen morgens auf, sind eh schon spät dran, kommen ans Auto. Und was ist wieder? Die Frontscheibe ist eingefroren. Also besser gesagt, das ganze Auto rundherum. Kleines Löchlein frei, so ein Ding, wenn Sie die Polizei erwischt, Feierabend, das kostet richtig Geld, ist verboten, machen Sie es doch viel praktischer und einfacher. Wir haben eine eigentlich ganzjahres Eis und vor allem auch Sonnenfolie und die packe ich ganz einfach mit 4 Saugnäpfen auf die Frontscheibe. Ist so denkbar einfach. Ja, das sind so Produkte, wirklich? Wo ich sage, jo. Dann wissen wir auch immer, wo Sie es gekauft haben. Das finde ich auch noch schön. Ja. So, und diese Folie hilft also, ja, erstmal schauen wir hier wegen der Festmachung. Hier haben wir Saugnäpfe, 4 Stück an jeder Ecke. Also kann ich einfach an der Seitenscheibe dann festmachen. Dann hebt das auch bombensicher. Und man sieht auch immer, wo Sie es gekauft haben. Im Winter gegen Eis, im Sommer durch diese silberne Beschichtung. Hier reflektiert es auch noch die Sonnenstrahlen. Das heißt, weniger Hitze kommt in Ihr Auto und es bleibt etwas kühler. Und wenn man sieht, wie groß die Frontscheiben heutzutage bei den modernen Autos sind, dann weiß man auch, wo die Hitze herkommt. Und wenn ich das ein bisschen abdämmen kann, dann habe ich gleich mal 10 Grad weniger im Auto. Ja, ich denke, dass auch mal bei Heckscheiben gesetzt sind, falls Sie haben eine Stufenhecklimousine, des Öfteren mal kleine Kinder dabei, auch so eine Heckablage heizt sich auf wie eine Sauna. Sie werden jetzt an der Bestellnummer merken, dass das ein Produkt ist, was wir seit Jahrzehnten im Programm haben. Ganz kurze Bestellnummer SD188 und dann die 569. Für so kleines Geld, für 3,71 € morgens eine halbe Stunde länger frühstücken, den Kaffee genießen, 20 Minuten später
aufstehen. Für 3,71 Euro finde ich die Investition des Lebens gerade für den Winter, oder? Super. Ja, gerade im Winter, wenn ich nicht mehr kratzen muss. Das ist so schön. Folie runter, ab in den Kofferraum, losfahren. Eine tolle Sache. SD 188569, die Bestellnummer für unsere Eisschutzfolie und auch Sonnenschutzfolie. Nochmal, ja, Sommer wie Winter. Und der Preis 3,71 Euro. So, jetzt hoffe ich, dass Sie das Produkt gefunden haben, was Ihnen durch den Winter hilft mit Ihrem Auto. Und jetzt rufen Sie gleich an und bestellen Sie es. 0180 51 51 und dreimal die 2. Und wir zwei wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Wow.